Ja, hi, Lindsay, wie ist wieder on air? Oh mein Gott, und endlich mal wieder on air. Das ist eine ganz lange Zeit her, als ich das letzte Mal ein Video gemacht habe, wo ich selber gedreht habe. Ich habe ja viele Fanmade-Videos, Anime-Videos und so gemacht. Aber ich selber habe, glaube ich, lange kein eigenes Video mehr gemacht. Deswegen bin ich total aufgeregt, endlich mal wieder was machen zu können, weil meine ganzen Wochenenden, wo ich sonst immer gedreht habe, waren irgendwie zugepackt bis zum geht nicht mehr und irgendwie hat sich das Video einfach nicht ergeben und heute musste ich es einfach machen, weil ich wusste, wenn ich das auf morgen verschiebe, dann werde ich das schon ausgepackt haben, was ich habe, weil ich nicht noch länger warten kann, weil ich es heute abgeholt habe und auch heute unbedingt auspacken wollte. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Video mache, dann muss ich es auch heute noch machen, denn ich bin im Grunde schon seit 13 Stunden unterwegs, also wenn ich etwas kaputt aussehe, dann nicht übel nehmen. Wir haben exakt, Moment, ich muss mal gucken, 20.21 Uhr. Ja, und ich war im Grunde ja seit ja, gut 7 Uhr auf jeden Fall unterwegs. Deswegen, also wenn hier zwischendurch Quatsch kommt und ich irgendwie Wortfindungsstörungen habe, dann bitte nicht böse sein. Ich bin mega kaputt. Am liebsten würde ich mich sofort ins Bett pflanzen. Aber nein, ich habe ja gesagt, ich möchte dieses Video unbedingt noch machen. Ja, und wer es im Titel schon gesehen hat, es geht um ein Unboxing. Und zwar ist es Unboxing von dem hier. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt schon was sieht. Da sieht man vielleicht schon ein bisschen etwas. Ja, und ja, was kann ich erstmal dazu sagen? Wieso ist es überhaupt schon in dieser, ja, in dieser Knister-Plastikfolie? Natürlich, weil ich wieder beim Zoll war. Und ja, ich kann echt von Glück sprechen, dass ich diese Figur überhaupt bekommen habe, weil ja, das Zollamt mir irgendwie von neuen Spielzeugrichtlinien, von der Gesetzesgebung aus Deutschland erzählt hat, wo man nicht mehr einfach irgendwelche Figuren, Spielzeuge, was auch immer importieren kann, wenn die Richtlinien auf der Packung nicht den deutschen Richtlinien entsprechen. Und da waren so ganz komische Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, hä? Deswegen könnte es eventuell schwierig werden, weil die sagte dann, es könnte sein, dass sie ihre Figur heute gar nicht erst bekommen. Ja, ich dachte, toll, super, also dass ich für Figuren jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, spezielle Genehmigungen erfüllen muss, ja, nice, läuft. Aber die vom Zollamt können da im Prinzip ausnahmsweise mal nichts dafür, die kriegen auch diese Pakete einfach geliefert, die wissen teilweise selber gar nicht, warum sie Sachen zum Zoll geliefert bekommen, das habe ich heute auch erfahren. Manchmal kriegen die einfach Sachen, ohne dass man vorher überhaupt, also meistens in Frankfurt, am Flughafen da reingeguckt hat. Also die werden einfach aussortiert und ja, Ende aus, Zoll. Ja, ich finde es ein bisschen Geldmacherei, aber nein, nicht ein bisschen, ich finde es ist Geldmacherei. Aber gut, wenn man gewisse Dinge haben möchte, dann weiß man, dass man das in Kauf nehmen muss mit dem Zoll und dann ja, sollte man sich auch nicht aufregen, aber ich tue es trotzdem. Ja, jedenfalls ja, gab es ein paar Probleme, also diese Frau musste sich mit ihrer Kollegin beratschlagen wegen der Warnhinweise, die auf dem Karton draufstehen, für wen dieses Spielzeug geeignet ist und pipapo. Ja, und da waren irgendwelche Punkte, die sich, wenn das Gesetz schon festliegen würde, reichen würden, damit ich die Figur nicht bekomme. Frag mich jetzt nicht, was da so alles erzählt wurde. Es ging halt um unter 3-Jährige und 15-Jährige, die jetzt mit für die das geeignet ist, nicht geeignet ist, keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommt das Paket halt aus Südkorea und scheinbar sind dort die Spielzeuggesetze andere als hier in Deutschland und deswegen könnte es durchaus zu Problemen kommen, aber ja, es hat noch geklappt, weil sie sagte, die Gesetze in Deutschland für Spielzeug sind noch so schwammig, also gerade noch so schwammig, dass diese Sachen noch so durchgehen. Aber es könnte sein, die Frau meinte den netten Hinweis, sollte ich nochmal eine Figur bestellen, könnte es durchaus passieren, dass ich sie nicht bekomme. Übrigens, falls meine Kameraeinstellung irgendwie komisch sein sollte, ich hatte meine Kamera und mein Stativ auf der Arbeit gehabt und dachte vorhin, als ich auf dem Rückweg war, oh, deine Kamera ist ja noch auf der Arbeit. Und dann fiel mir ein, nein, du hast sie doch schon längst wieder mit nach Hause gebracht. Und ich war voll
erstmal besorgt, dass ich mein Video nicht drehen kann, weil ich es ja unbedingt machen wollte. Und dann stellte ich fest, meine Kamera ist nicht da. Und dann fiel mir aber ein, nein, du hast deine Kamera schon wieder mitgenommen, gell? Und dann war ich zu Hause, um dann zu festzustellen, dass ich mein Stativ noch auf der Arbeit habe. Jetzt habe ich mir im Grunde meine Kamera per Türmchen mäßig aufgebaut. Also von daher, wenn jetzt das Aufgebaute ein wenig komisch von der Perspektive aussehen sollte, ja, ich konnte meine Kamera via Stativ nicht gut einstellen. Von daher gebe ich mir Mühe, dass das, ja, dass wir das jetzt auch so irgendwie hinkriegen, und ich denke, das wird auch klappen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt. Jetzt können wir mal endlich mal mit dem Auspacken anfangen. Und ja, wie man es gewohnt ist, sind solche Tüten erstmal schon eine Aufregung für sich, das da rauszumachen. Und deshalb erledige ich das jetzt erst einmal. Da ist das gute Stück. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu Ende erklärt hatte, wieso das in dem Tütending ist. Ich hatte ja gesagt, ich war beim Zollamt, aber wer es noch nicht weiß, beim Zoll muss man die Pakete vor den Leuten aufmachen, auspacken oder weitgehend auspacken, damit die prüfen können, ob die Ware mit der Rechnung übereinstimmt, dass man die mitnehmen kann, dass man es verzollen kann und vor allem, ob es sich um Fälschungen handeln könnte. Mein Glück ist meistens, dass ich das nur so weit auspacken muss, dass noch diese Tüte, diese Plastiktüte noch drumherum bleibt. Ich finde es trotzdem ärgerlich, weil eigentlich finde ich es immer total schön, wenn man dieses Gesamte, also den ganzen Karton beim Unboxing zusammen aufmacht. Aber hat nicht geklappt. Also von daher ist es jetzt so, und ja, ich freue mich mega. Ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung. Also das ist im Grunde die Frontseite. Ich weiß gar nicht, von drin sieht man noch nicht so viel, aber man sieht schon, um wen es geht. Ja, um den coolsten Engel wahrscheinlich, den ich irgendwie, ja, kenne, gesehen habe, was auch immer. Ich bin leidenschaftlicher Summoner's War Spieler, also ich spiele dieses Spiel im Grunde seitdem das Spiel existiert, paar Monate später vielleicht. Also es existiert ein paar Monate, aber ich kann mich eindeutig zu den ersten Summoner's War Spielern dazu zählen, die es gab. Also das kann ich definitiv machen, und ich suchte das Spiel seitdem auch, und es gibt keinen Tag, den ich es mal auslassen musste. Also von daher kann ich mich auf jeden Fall als Suchti bezeichnen. Und diese Figur war eine, ja, so eine Limited Edition, die es bei so Wettbewerben, wo man kämpfen kann in Amerika und in, ich glaube, Paris oder so war das auch, die man dort als Siegerpreis bekommen konnte. Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, ob man die noch irgendwo bekommen konnte, aber jedenfalls weiß ich, dass das jetzt nicht so easy ist, an solche Sachen dran zu kommen. Deswegen war ich froh, dass ich das bei der Figur aber geschafft habe, weil ich finde die mega toll. Und welche kann ich nur lieber haben als im Grunde das Gesicht des Spiels, Atamel. Also ganz ehrlich, ich liebe dieses Monster. Und ich mochte diesen Spruch, den ich mal gelesen habe, nicht du suchst Atamel, sondern er wählt dich. Bezüglich die Spieler, die den haben und die den nicht haben, wozu ich dann gehöre. Also ich wurde noch nicht von ihm auserwählt, aber wer weiß, vielleicht passiert das nach 10 Jahren, wo ich das Spiel noch weiter suchten werde. So, geschafft. Jetzt machen wir das gute Stück mal auf. Ich komme mir so klein vor. Irgendwie ist mein Set hier drumherum irgendwie nicht so, wie ich sonst gewohnt bin. Aber ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich sitze auf dem Boden. Aber was Besseres hätte ich jetzt mit der Kamera und dem aufgebauten Türmchen nicht hinbekommen. Ja, das sieht aber von innen drin auch voll cool aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So. Ah, guck mal. Sieht das Ganze in der Packung so aus. Und hier hinten sind noch Flügel, die wahrscheinlich noch mit eingesteckt werden. Und ja, das Schwert. Also es ist eigentlich keine voll bewegliche Figur. Das habe ich schon nachgelesen gehabt. Aber scheinbar muss man so ein bisschen wie bei so einem... Ja, jetzt fällt mir Bionicle ein. Ich weiß nicht, wer kennt noch Bionicle?
ja, jemand, der aus meiner Zeit kommt, müsste wissen, was ich mit Bionicle meine. Die hat man ja auch so zusammengesteckt, gebaut und so. Aber das ist deutlich mit weniger Bauteilen, aber so ähnlich habe ich es jetzt gerade gedacht. So, dann machen wir die eine Seite ab. So, da bin ich Miko. Ich finde den so cool. Oh, herrlich, herrlich. Auch schon wieder Teelsaft. Ich meine, ich sag zum einen, wer These erfunden hat, soll geheiligt sein, aber in manchen Situationen ist These auch ein bisschen im Überfluss, wenn man es übertrieben verpackt. Vor allem, wenn man es an einer Seite aufgemacht hat und an der anderen Seite verklebt das schon wieder. So. Yeah! Die heiligen Atemmehlflügel! Oh my goodness! Ich merke, ich muss echt müde sein. Ich laber auch schon nur Scheiße. Es tut mir leid. Jetzt wollte ich das Schwert schon wegpacken. Um Gottes Willen. Das geht ja gar nicht. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Aufgetürmt. Ja! Ha, ich mach's mal jetzt ganz spannend. Ich fange erstmal mit den Flügeln an. Bevor ich die ganze Figur zeige. Beziehungsweise bevor ich sie uns zeige, weil ich habe es ja selber noch nicht erlebt. Ach ja, bleibt mir keine andere Wahl, das aufzureißen, weil das ist alles ein bisschen gerade komisch hier gemacht. Ja, die sind... Das ist ein Flügel. Oh mein Gott, die sind wirklich... Also es sieht wirklich irre aus. Irre. Also die sind auch relativ beweglich, also ist jetzt nicht steinhart, aber ich würde jetzt auch nicht riskieren, ja, da weiter drum rum zu biegen. Aber es ist wirklich, es sieht irre aus, irre. Ja, und das Schwert. Da hängt ein Stück von meine Katze klopft hier. Ich habe die Tür zugemacht, damit sie mich jetzt hier nicht beim Videodreh stört. Die meckert gerade vorne. So. Oh mein Gott. Auch wenn ich weiß, wie Atemmehl aussieht, aber wenn ich diese Teile sehe, ist es so wunderschön. Ja, also ein Stück von Atemmehls Hand hängt hier dran. Aber es ist so irre. Oh mein Gott. Es ist wirklich, also ich, also man sieht es hier, diese Farbverläufe und dieser Glanz, es ist so, wenn du es wirklich im Licht bewegst, dann hat es diesen Schimmer. Also wenn man so drauf guckt, sieht das so ein bisschen gräulich schwarz aus. Und wenn man es dann im Licht bewegt, dann kriegt es halt diesen mega grünen Schimmer. Das ist so ultra schön. Also es ist wirklich einfach irre. Ah. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, ich traue mich schon gar nicht, ihn anzusehen. Ah, also, da ist er, unser Atemmehl. Einmal umgedreht. Oh my goodness. Also diese Detailgetreue, also ganz ehrlich, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist wirklich einfach nur mega. Ich weiß jetzt nicht, ob man das... Gesicht. Wie man es am besten sieht. Ah, aber schon klasse. Also im Video finde ich, sieht, und das habe ich mich auch gefragt gehabt, weil es beim Original Atemmehl auch nicht so aussieht. Also im Video finde ich, sehen diese Stellen hier sehr grünlastig aus. Also vor mir im Original hat es eher einen Türkis-Touch. Also es ist so ein grün-türkis. Also hier trifft es halt mehr auf das Grün, aber hier in der Kamera wirkt es grünlich, nicht so grell wie hier, aber immer noch grünlich, aber es ist im Original tatsächlich türkis. Und die Augen sahen auch auf dem Bild, als ich es gekauft habe, eher grün aus. Und dann habe ich mich so gefragt, aber der hat keine grünen Augen, gerade dieses App-Logo, da sieht man eher dieses bläuliche Leuchten und oder bläulich-türkisfarbene Leuchten. Und jetzt, wo ich es wirklich so original vor mir habe, ich weiß nicht, ob man es da irgendwie sieht, aber die Augen sind nicht grün, die sind wirklich
ja, türkisbläulich, also mehr blaulastig als, als grün. Also, es ist ein Traum. So, und jetzt kommt ja eigentlich das, ja, was noch fehlt, und zwar die Flügel, die ihn zu einem vollwertigen Engel machen. Nicht diese zwei kleinen Flügelchen. Jetzt muss ich nur erstmal überlegen, wie rum das Ganze gehört. Wahrscheinlich so. Nee, so kann das schon mal nicht sein. Okay. Oh, ich liebe sowas ja, weil ich dann immer Angst habe, dass ich irgendwas falsch mache. Yay. Flügel Nummer 1 ist drin. Flügel Nummer 2. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wobei, ja doch, nee, die sind relativ beweglich hier drin. Ich dachte gerade, es sieht nicht aus, als wäre es drin. Es klackert immer noch. Kennt ihr den Moment, wo ihr denkt, ein Stück zu viel und ihr habt das Gefühl, er ist kaputt? Da ist Artamel mit vollwertigen Flügeln. Ich drehe ihn noch einmal um. Da sieht man es nochmal besser. Ach, ist einfach der Wahnsinn. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Also es ist wirklich super. Jetzt machen wir das Ganze noch hier mit der Hand. Mal gucken, wie das ist. Ich glaube, das geht relativ leicht. Ja! Und somit ist er perfekt! Nice! Aber ich krieg zu viel. Einfach irre. Oh, ich finde Artamel einfach nur mega. Und das ist so ein Monster, wo ich auch so denke, manche fragen sich, wie sieht Artamel aus, wenn man ihm diese, ja, geniale Kapuze, Mütze, was auch immer, abziehen würde. Weil man sieht ja darunter, dass er so eher, ja, so auf jeden Fall schwarze, dunkle Haare hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der würde sein Flow, sein Flair, seine Coolness, seine Magie, also alles einfach verlieren, wenn man ihm das so wegnehmen würde. Also ich finde ihn so perfekt, wie er ist. Also ich finde wirklich, wenn man da drauf guckt, ich finde seine gesamte Rüstung hat irgendwas sowas von Rüstung, also was Metallisches, aber auch im Grunde auch etwas so Magiermäßiges, ne? Also ich finde wirklich ein ganz, ganz toll designter Engel. Was es noch gibt, ich weiß nicht, ob das jemand schon gesehen hat, und zwar hier drunter gibt es noch, ja, das wusste ich, dass das dabei ist, und zwar ein, ja, so eine Art, so ein Gutschein. Das sieht man da, glaube ich, jetzt. So. Wenn da welche sind, die Summoner das Wars spielen und Android-Nutzer sind, können sich ja melden. Ich weiß nicht, ob ich es verlose, ob ich es verkaufe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da drinnen, also ein Devilmon wäre drin, da wären 1000 Rubine drinnen und eine Licht- und Dunkelheit-Rolle. Ist natürlich schon so ein cooles Paket und finde ich auch cool, dass das so als Geschenk mit dabei war. Ne? Also Geschenk klingt jetzt doof, weil man hat ja für die Figur bezahlt, aber trotzdem finde ich, ja, sowas ist nett, da freut man sich doch drüber. So, dann würde ich sagen, haben wir dieses Video geschafft und ich bin geschafft und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Unboxing zuzugucken, auch wenn ich ein bisschen, ja, übermüdet bin und aufgedreht irgendwie, aufgedreht und kaputt zugleich. Ihr kennt das bestimmt selber. Aber ich bin so froh, dass ich dieses Unboxing doch noch gemacht habe. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß beim Zugucken. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas noch ist, wenn ihr irgendwelche Summoners War Fragen habt oder bezüglich dieser Figur oder so, ja, dann stellt sie gerne in die Kommentare rein. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr, sehr freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, darf gerne abonnieren, weil Unboxings mache ich regelmäßig, unter anderem aber auch ganz viele andere Videos, ja, im Bereich halt K-Pop, im Bereich Anime, ich mache Fanmade-Videos, da gibt es so einiges zu sehen, also von daher, wer gerne noch mehr davon sehen möchte, kann meinen Kanal abonnieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder.
Tschüss.